Skizzieren Sie f von x gleich x minus 1, x plus 2 hoch 2, x minus, mal x minus 3 durch x plus 1 hoch 2 mal x minus 2 mal x plus 3. Ja, das ist eine typische Aufgabe, skizzieren mit Hilfe von Asymptoten und Nullstellen. Und wir fangen zunächst mal an, die Asymptoten zu rechnen, die senkrechten Asymptoten. Und wir haben senkrechte Asymptoten hier bei x gleich minus 1. Und weil das Ganze quadratisch im Nenner ist, ist das ohne Vorzeichenwechsel. Also ohne Vorzeichenwechsel an der Stelle, x gleich minus 1. Also wir haben hier eine senkrechte Asymptote irgendwo, x gleich minus 1. So, dann haben wir hier eine senkrechte Asymptote bei x gleich 2 mit Vorzeichenwechsel, weil der nur mit hoch 1 im Nenner steht. Also bei x gleich 2 wieder eine senkrechte Asymptote mit Vorzeichenwechsel. So, dann kommen wir zur nächsten senkrechten Asymptote bei x gleich minus 3. Das ist dieser Faktor wieder mit Vorzeichenwechsel, weil das ungeradzahlige Exponent, also hoch 1 im Nenner ist. So, das sind unsere drei senkrechten Asymptoten, also ohne Vorzeichenwechsel, weil die Hochzahl 2, hier die Hochzahl quasi 1, hier steht das hoch 1 im Geiste, Hochzahl gleich 1 ist ja. So, das waren die senkrechten Asymptoten. Als nächstes mache ich mit Ihnen die waagrechte Asymptote. Und da sehen Sie bei der waagrechten Asymptote, wenn ich den Zähler ausmultipliziere, kommt da etwas raus. Das ist f von x ist x hoch 4 plus irgendwas im Zähler. Das hat x, x Quadrat x. Und im Nenner steht ebenfalls x hoch 4 plus irgendwas. Beide mit Vorfaktor 1. So, das bedeutet, das geht für x gegen unendlich, geht das gegen 1, gegen x hoch 4 durch x hoch 4. Das heißt, wir haben hier waagrechte Asymptote y gleich 1. Das ist die nächste Asymptote. So, das sind alle Asymptoten. Als nächstes kommen wir zu den Nullstellen. Die Nullstellen sind die Nullstellen des Zählers. Nullstellen haben wir x1 gleich 1, das ist hier wieder mit Vorzeichenwechsel, das ist also ein echter Schnitt, der geht also hier durch. Dann haben wir eine Nullstelle bei x2 gleich minus 2, die ist hier. Da müssen wir aufpassen, dieses hoch 2 bedeutet, wir haben einen Scheitel, wir haben also einen Extrempunkt, Hoch- oder Tiefpunkt. Also und das zeichne ich hier mit so einem Saturn. Ja? Das heißt, das hier, das soll heißen, an der Stelle habe ich eine waagrechte Tangente und ohne Vorzeichenwechsel durch das hoch 2. Und bei der x gleich 3 habe ich wieder eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel. So, das ist die Information, die ich benötige, fast alles. Eine Kleinigkeit brauche ich noch, nämlich einen Punkt und dann nehme ich exemplarisch das f von 0. Und wenn ich f von 0 hier einsetze, wenn ich die 0 einsetze, kommt hier raus 0 minus 1, 0 plus 2 zum Quadrat, 0 minus 3 und so weiter. Da kommt dann minus 2 raus. Das ist dieser Punkt hier. So, mit diesen Informationen kann ich die Funktion quantitativ skizzieren. Das heißt, ich weiß jetzt etwa, wie das Ganze verläuft. Beginnen tue ich meistens bei meinem y-Achsenabschnitt, nämlich hier. Und dann stelle ich fest, dass ich die beiden hier verbinden muss. Ja, das muss irgendwie nach hier gehen. So, hier habe ich eine Nullstelle bei x gleich 1 ohne Vorzeichen. Also es geht hier rüber. Und es gibt auch keine weitere Nullstelle. Das heißt, ich muss jetzt hier hochgehen. Und gegen die Asymptote, das heißt, dieser Bereich wird wohl so aussehen. So, an dieser Stelle muss ich hier nach unten gehen. Nach oben gehen geht nicht. Warum geht nach oben gehen nicht? Weil dann müsste hier eine Nullstelle sein. Also sieht dieser Bereich irgendwie so aus. Das ist jetzt ein bisschen. So, das sieht irgendwie so aus. Jetzt sind wir bei x gleich minus 1. Bei x gleich minus 1 haben wir einen Pol ohne Vorzeichenwechsel. Das heißt, wir kommen von hier unten wieder. Und wir gehen hier zu unserer Nullstelle. Hier haben wir eine waagrechte Tangente bei unserer Nullstelle. Das heißt, ich gehe hier direkt wieder nach unten weg. Keine weitere Nullstelle. Also muss das Ganze so aussehen. Also hier gehe ich nicht drüber, weil das hier quadratisch ist, also wie eine x-Quadrat. Ralle ab, gehe wieder nach unten, komme hier wieder nicht mehr hoch, weil hier keine weitere Nullstelle ist.
An der Stelle minus 3 habe ich einen Pol mit Vorzeichenwechsel. Das heißt, ich muss hier nach oben gehen. Und dann geht das Ganze so brav weiter. Das heißt, das ist diese Funktion, sieht jetzt erstmal so aus. Und jetzt brauchen wir den Pol x gleich 2. Bei x gleich 2 haben wir wieder einen Vorzeichenwechsel, weil Hochzahl 1. Das heißt, wir gehen nach hier unten. Bei der 3 haben wir eine Nullstelle wieder mit Vorzeichenwechsel, weil hier hoch 1. Und dann sieht die Funktion so aus. Das heißt, man kann tatsächlich mit dieser Information die Funktion so etwa skizzieren.